Ja, hallo Leute, herzlich willkommen und zwar zu diesem Let's Play von Life in the Woods. Ich habe irgendwie gerade was getrunken und jetzt ist wieder... Ich habe die ganze Zeit irgendwas. Ihr kennt das Spiel, ich habe immer irgendwas. So, und wir wollten minen gehen, also machen wir das auch direkt. Ne? Die Sonne geht zwar jetzt gerade unter, aber wir haben ja unten in der Mine sowieso keinen Kontakt hier zur Außenwelt. Also von daher, wir könnten natürlich jetzt warten, aber das machen wir nicht. Ja, wir haben hier irgendwann übrigens die, die es noch nie gesehen haben. Ne? Also hier ist noch so ein provisorischer Eingang praktisch in die Unterwelt. Ich habe hier wirklich schon mal angefangen, das relativ schön zu machen. Also hier bis da so zur Hälfte ungefähr habe ich hier diesen, also hier war dieser Stein, also dieser Speckstein, der ist hier sowieso vorhanden. Ja, also der ist hier und ich habe mich hier komplett durchgeforstet. Ja, und wir haben hier eigentlich, also diesen, werden wir dann natürlich auch bis oben irgendwie eine Treppe und hier drüber, wie gesagt, irgendwas. Hallo? Hey, du, weiß ich gar nicht jetzt. Was machen wir mit dir? Muss ich einsperren? Soll ich dich einsperren? Nein, wir sammeln irgendwann. Wir gehen irgendwann auf Wanderschaft und holen uns Schafe. Das machen wir dann. Ja, aber nicht jetzt. So, hier genau, er haut schon ab oder sie, wie auch immer. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, irgendwie so einen schönen Eingang zu bauen. Also irgendwie aus Glas, also ich stelle mir so eine Kuppel vor oder irgendwas. Ich weiß noch nicht, wie wir das mit dem Haus verbinden, weil das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Es ist natürlich falsch rum, also die Treppe geht hier nach da runter und das Haus würde also anbieten, wenn wir von hier im Haus, wenn wir das Haus noch erweitern würden, hier runter zu gehen, also in die Richtung, ja. Ob wir das nochmal nachbauen oder verbessern, verändern, wie auch immer, umbauen, das weiß ich jetzt gerade noch nicht wirklich. Das müssen wir einfach mal abwarten, ja. Wir gehen jetzt erstmal schlafen und dann sind wir relativ schnell und gut in der Reihe. Genau. Und dann ab hier durch die Mitte, ne? Also ganz einfach und immer gleich bleibend hier, ne? Also ihr seht, hier hängen noch keine Bilder oder sonst irgendwas zum Schmuck oder hier Deckenleuchten oder irgendwas. Und so sah es hier dann vorher aus im Prinzip. Ab hier irgendwo fing es an, schwarz zu werden, ja? Da ist dieses von oben da zwischen und hier unten, das war das Schöne. Hier unten ist nämlich auch wieder überall dieser Speckstein, ja, also der ist hier einfach so, ja, ich habe ein paar Sachen ausgebessert, hier sind sogar noch die Erze in der Wand, also hier, ne, dann Speckstein, Eisenerz und sonstiges, deswegen habe ich mich dazu entschieden, okay, wir lassen das mal so, ja, weil, ne, und das geht so bis hier, da haben wir dann den Teil wieder mit dem schwarzen Kram, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Hier war unser alter Eingang. Praktisch. Also da geht's hoch. Wir können ja nochmal gucken gehen. Moment. Da ist auch noch nichts ausgebaut. Da haben wir nur hier geplündert unterwegs. Und hier steht noch unsere... Ne? Und hier haben wir praktisch... hier habe ich das dann wieder zugebaut. Da kommt man dann theoretisch. Ne? Und so weiter. Gut. Was wir hier mitmachen, weiß ich nicht, ob wir da überhaupt irgendwas mitmachen. Da haben wir uns ja einfach nur stupide runter gebuddelt. Das ist praktisch unter der Treppe, die wir jetzt haben. Also die geht ja hier drüber dann hoch. Ja, also heißt, da werden wir wahrscheinlich auch nichts mehr mit anfangen. Hier haben wir unser Obsidian-Zeug abgebaut und hier unsere Mine. Ne? Also hier unsere geliebte Mine. Können wir ja mal so, ne? Hier, dann sieht man auch so ein bisschen, was wir hier machen. Ne? Und wir gehen mal bis hinten, da habe ich gerade gesehen, ist noch Redstone im Boden, aber gut, den brauchen wir auch nicht wirklich. Wir werden uns hier auf diese Art weiter durchfräsen, also ich mache halt so Strip Mining hier und ne? Hier sind wir angekommen beim letzten Mal und von daher, wir werden jetzt hier auch weitermachen. Also jetzt schmeiße ich erstmal hier diesen Busch weg, weil der kann sich dann mal auflösen. Und jetzt geht's hier fleißig weiter und wir werden natürlich jetzt hoffentlich genügend Level zusammenkriegen, dass wir unsere Hacke, die neue, die ich vorhin hergestellt habe, in der letzten Folge halt, dass wir die auf jeden Fall verzaubern können, ne? Weil, wir bräuchten mal so eine Mega-Hacke, ne? Also,
Das wäre schon eine schöne Sache. Wir haben jetzt, glaube ich, fünf Sachen verzaubert. Und ja, jetzt wird's mal Zeit. Also die Glückshacke war ja schon ein Glücksgriff. Ja, aber ja, es ist halt wirklich mal an der Zeit, dass wir so eine mit Haltbarkeit und Effizienz und ne, halt so eine übliche, hey, coole Hacke kriegen. Ne? So. Das sollten wir nicht machen eigentlich, weil wir wissen ja, ne? So, wir brauchen hier Zeug zum Wiederaufbau. Heißt, ich muss jetzt erstmal hier hoch. Das ist das Wichtigste. Und dann machen wir es mal so, weil es ist... Genau, das wollte ich gerade sagen. Hört ihr den? Ne? So, wir machen hier mal... Machen mal das und hacken uns hier weiter durch. Ich hoffe, dass die Hacke noch ein bisschen hält, bis wir 30 sind. Ich will Level 30 sein. So, und wir machen hier immer schön Licht hin, weil sonst kommen, wie gesagt, die Viecher, die da hinten... Ja, gut. Scheiße. Ja, gut. Okay, dann werden wir diese Hacke hier wohl nicht verzaubern, sondern einfach so benutzen. Das ist dann so, weil so eine fast kaputte Hacke... Können wir eigentlich, gibt es hier in dieser Version irgendeine Möglichkeit, Dinge zu reparieren? Das wäre jetzt mal so die Frage. Kann man am Zaubertisch irgendwie die Sachen auch reparieren? Wie kann man reparieren? Frage an dich. Hallo du, der du da draußen sitzt und nichts zu tun hast, außer dieses Let's Play zu gucken. Wie kann ich Sachen reparieren? Gibt es eine Möglichkeit... Ich meine, ich weiß nicht, ob es in der Version geht, also später kann man Sachen reparieren, ne, das wissen wir ja, aber ob das in der 1.7.10 schon so war, ist halt eine Frage. So, machen jetzt erstmal diesen, so, genau, und dann haben wir hier auch, ja komm, wir machen hier jetzt dicht, weil die Steine brauchen wir sowieso nicht. Ich bin ein Rhymer, ha? Ich bin voll der Rhymer. So, dann gehen wir hier weiter. Wir haben an der gegenüberliegenden Seite übrigens genauso einen Gang wie hier, wo wir gerade angefangen haben. Ne? Also das wisst ihr ja schon. Ne? Und da kommen wir dann raus und buddeln uns da so ein bisschen in die Landschaft zurück. Und so, jetzt hier haben wir... Erde. Erde brauchen wir eigentlich nicht, aber müssen wir natürlich... So, das bringt EP, das ist sehr gut. So, das Zeug brauchen wir ansonsten nämlich nicht wirklich, weil, naja, wer braucht Redstone? Niemand, ne? Kennen wir ja. Jo, gut, weiter. Weiter im Text. So, und wir hoffen natürlich drauf, dass wir hier... ganz viele Dias finden und vor allen Dingen Gold finden und so. Wir sind hier auf Höhe 11, denke ich mal. Würde ich sagen, ne? Höhe 11? Sind wir Höhe 11? Wir sind auf Höhe 11, genau, 11. Das ist für mich immer so, also ich gehe eigentlich immer so auf 10 oder 11, weil das so, ne, von Dias her sich anbietet, ist, glaube ich, soweit ich informiert bin, die beste Höhe. Also irgendwie zwischen 10 und 13, glaube ich, findet man, glaube ich, am meisten Dias. Und von daher haben wir uns auch auf diese Treppe, ne, überhaupt eingeschossen, weil die, ja gut, wer baut schon freiwillig so eine blöde Treppe, wenn die nicht irgendeinen Nutzen hat? Ja, macht ja keiner. Also ich bestimmt nicht. So, hier haben wir oben nichts mehr, weil in diesen Kieslagen findet sich auch des Öfteren schon mal was, was Diamäßiges. Wir sind bei 29, also könnten wir die Hacke eigentlich noch verzaubern, oder? Oder wollen wir eine frische nehmen? Ist eigentlich egal, oder? Wenn die so ein bisschen benutzt ist, kann man machen. Komm, wir machen das einfach. So, hier erstmal zumachen. So, dann dieses hier machen wir so, 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 so und den Boden und dann hier wieder. Kies ist auch immer gut, ne? Den brauchen wir sowieso immer.
für unsere Wege. Wir werden also die kompletten Wege alle in Kies machen. Wie wir das letztendlich dann gestalten, ob wir noch irgendein Material finden, so wie diese verschiedenen Sandsorten, die wir mal irgendwo gefunden haben, ist halt die Frage. Da müssen wir einfach mal gucken. Ne? Ich gucke. So, wir machen hier mal diesen ganzen Käse weg und kommen, glaube ich, dann auch schon dahin, wo wir hinwollen. Oh. So. Das sieht gut aus. Gib mir Kohle. Mehr Kohle. Ich will Kohle. Und ich fange jetzt nicht an zu singen. Keine Sorge. Also, ne, nicht, dass der eine meint, jetzt fängt er auch noch an zu singen. Auf keinen Fall. Na, also ich singe schon, aber ich fange nicht an, hier Kohlelieder zu trällern. Also wenn sich da bei mir was Eigenes findet, dann finde ich das immer ganz nett. Aber ja gut, ne? Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was ich meine. So, hier ist noch jede Menge von dem Zeug drin. Da müssen wir mal gucken. Wollen wir hier vielleicht mal... Jawohl, das ist gut. Wollen wir dann vielleicht doch nochmal kurz nach oben... gehen ohne Ideas? Ja, ne? Wollen wir das machen? Wollen wir verzaubern oder erst einmal durch? Dann ist natürlich die Hacke schon wieder fast am Ende, ne? Dann müssen wir eine neue machen. Also heißt, dann müssen wir Dias finden. Ha. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal nach oben. Ne? Wir essen einen Cheeseburger als Wegzehrung. So. Schnabbi, schnabbi. So. Und wir gehen nach oben und verzaubern diese Hacke. Weil wenn da jetzt irgendwas Sinnvolles draufkommen würde, dann es macht schon Sinn. Weil wir haben keine Dias. Die hält dann auf jeden Fall lange genug. Heißt, klar, wir müssen jetzt eben ein bisschen laufen. Haben wir nicht noch einen Zaubertisch, den wir auch hier unten aufstellen könnten? Aber für das eine Mal, ne, ist auch totaler Schwachsinn, oder? So. Ist ein bisschen eine Lauferei, aber wie gesagt, es ist auch hier noch nicht wirklich schön. Verdammt, so viele Haken. Die Sache hat immer einen Haken. Ne? Aber das Gute ist, wir kommen wahrscheinlich wieder im Dunkeln nach oben oder irgendwie so, ne? Fast dunkel, und könnten dann hingehen und eben schlafen, so dass wir dann wieder Tag haben und bla bla bla. Also ist eigentlich alles unwichtiges Zeug gerade, aber mir geht's drum, ja, wir brauchen Dias und ich versuche jetzt gerade krampfhaft einen möglichst coolen Weg zu finden, wie wir das in die Reihe kriegen. Wie gesagt, ne? Sonne geht unter, haben wir genau getimed. Moment. Die Nase juckt schon wieder. Wieso juckt ständig meine Nase? So. Schläfchen machen. So, und dann können wir hier... Wie gesagt, es soll... Es müsste eigentlich hier so einen automatischen Zaubertisch, also einen Zaubertisch zum Auswählen, müsste es eigentlich geben. So. Jetzt wäre mal die Frage... Haben wir nicht noch so einen Moment? Jetzt muss ich mal eben was gucken. Zaubertisch, da ist einer. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Looky, looky. So, was ist, der wird so gebaut. Was kann ich aus dem Advance? Den brauche ich. Ich brauche ein Enderauge. Ein Enderauge haben wir nicht. Ich brauche eine Enderperle und wir müssen Lohnstaub besorgen. Hm. Advanced Table. Haben wir nicht einen gefunden? Akazienholzbank, Dings da. Wir gucken mal eben. Haben wir nicht so ein Advanced Table schon mal gefunden? Wir haben Schleimbälle. War der nicht in irgendeinem Haus mal drin? Bitte, bitte, bitte. So ein Advanced Zaubertable, Dings da. Wir haben hier noch schwarze Wolle. Technischer Block, die können wir irgendwo hinstellen und angucken. Markt. Ein Markt. Was ist ein Markt? Ich stelle den Markt mal eben hin. Interessiert mich mal, was das überhaupt ist. Was ist ein Markt? Warte mal. Kriegen wir hier irgendwas? Moment. Was ist ein Markt? Stoff.
Diamantenerz zu Dias. Bundesleder zu Dings. Brennstoff. Ich weiß nicht so genau, was es soll. Aber wir können diesen Markt ja mal irgendwo hinstellen in unsere Küche hier. Wollen wir das mal machen? Sollen wir den mal hier aufstellen? Bye. Ach, ich kann kaufen. Spargelsamen. Gerstensamen. Ah, okay. Ich kann hier Saatjes nehmen und krieg einmal den dafür. Tatsächlich. Brokkoli. Blumenkohl. Oder muss ich die bezahlen dafür? Kostet das? Ich glaube, ich kann das kaufen, ne? Ja, ja, klar. Logo. Ich denke immer zu positiv. Ich bin, oder dumm. Ich bin ein dummer Denker. Ne? Ich denke immer ein bisschen bescheuert vor mich hin. So, wo waren wir stehen geblieben? Was wollen wir jetzt eigentlich? Verdammte Scheiße. Genau, ich bin wieder hängen geblieben bei diesem blöden Advanced Table Scheiß hier. Ich verzauber jetzt einfach diese auf 30. So, und wir haben Effizienz. Na, bravo. Haltbarkeit und Effizienz wäre schön gewesen, aber naja. Wir kennen das Spielchen, also weg hier, ne? Ja, weg hier. So ein Scheiß. Warum macht der so komische Verzauberungen? Naja, gut. So, ich gehe jetzt mal wieder hier runter. So. Boah, hier ist wirklich heute total warm und sehr trocken. Ich muss immer zwischendurch mal eben trinken. Will euch natürlich nicht nerven mit meinem Gluck, Gluck, Gluck. Aber wenn es mal so ist, ne? Also bitte, bitte, ne? Nicht köpfen. Nicht köpfen. Dann hört ihr halt mal den Smeagol ein bisschen rumgluckern. An seiner Flasche hier nuckeln. So. Während die nette Ische im Hintergrund uns ein Liedchen trällert, würde ich sagen, wir waren im vorletzten, ne? Wir könnten eigentlich mal eben, bevor wir hier... So, ja gut, zumindest haben wir mal ein bisschen Geschwindigkeit in der Sache. Das ist ja schon mal was. So, wir machen uns hier den Weg frei und legen wieder diese Schächte an, damit wir auf der anderen Seite dann, wenn wir hier rauskommen... So, die können schon mal raus. Oh, hier ist Holland in Not. Schön. Oh, Moment. Du kommst hier nicht hin, oder? Kommst du hier hin? Doch, kommst du. Ciao. Ha, Schwachkopf. So, der wäre erledigt. Jetzt gucken wir mal, was hier für eine... Magic Höhle ist. Ich mache hier mal ein bisschen Licht dabei. So. So. Und da ist ein... Moment, hier ist auch Gold. So. Komm du ruhig hier hin. Ja, das kannst du tun. Hallo. So, Gold können wir eigentlich direkt mal... Können wir direkt mal abbauen gleich. Komm mal hier raus. Komm. Komm hier raus. Ich habe keine Lust, da im Wasser zu warten nach deinen Sachen. So, dann haben wir immer hier Folgendes gemacht. Also einen frei, dann den. Diese können wir mal abbauen. Das machen wir natürlich jetzt. So, Gold. Dann haben wir, welche waren das? Diese. Gneis, Schnickschnack. So, Gneis. Bauen wir hier hin. Da kommt der Nächste. Was ist denn los hier, Leute? Habt ihr einen Spawner da irgendwo? Das wäre auch schön. So, da kommen wir her. So, genau. Hier wäre praktisch das Loch. Hier wäre, nein, da wäre zu. Hier wäre der Durchgang. Heißt, wir müssen hier weiterbauen. Da kommen noch ganz viele irgendwie, ne? Das ist schon nett. Hier sieht es übrigens total schön aus eigentlich, ne? Also hier drin so. Okay, den einen machen wir noch. Und dann
versuche ich mal eben hier hinten eine Fackel zu setzen, weil das macht keinen Sinn, wenn wir hier, Moment, so. Ich mache hier mal ein bisschen Beleuchtung in die Hütte. Ach, wir sind hier, wir haben eine Schlucht hier. Geil. Super. Das ist ja mal, das ist geil, Leute. Guck mal, wir haben eine Schlucht gefunden. Heißt, die können wir komplett leer räumen und, ja. Werden uns da aber beim nächsten Mal erst drum kümmern. So, und du stirbst jetzt auch mal. Genau, das ist gut so. Da ist noch einer. Gucken wir mal, ob wir hier, ne? Moment, ich mach mal eben hier überall so ein bisschen Zeug hin, damit wir beim nächsten Mal, wenn wir hier durchstarten, genau, ich gehe erstmal wieder hier raus. Ja, bedanke mich bei euch, wie jedes Mal, fürs Zusehen. Ja, freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, bla bla bla. Ja, und dann geht's hier weiter, erstmal da weiter, bis hinten und zurück und so weiter. Ja, hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschaußen, euer Smeagol.